Ich habe heute irgendwo lustigerweise gelesen, was wir angreifen. Wir greifen mal gar nichts an, bis auf, dass wir versuchen, die 40 Punkte zu kriegen. Und wer sich Wolfsburg den Kader anguckt und auch die Möglichkeiten des Vereins, der weiß schon, was auf uns zukommt. Ja, und das, was die wenigsten auf dem Schirm haben, ist einfach, dass es die Mannschaft ist, die, was Intensität angeht, was Sprint angeht, was Tempoläufe angeht, was Arbeiten gegen den Ball angeht, die Mannschaft ist, die das am besten in der Liga macht. Das wird dann manchmal unterschätzt. Nein, ich glaube, dass hier schon eine besondere Wucht entstehen kann. Das merkt man, glaube ich, auch von beiden Seiten. Das beginnt nicht nur bei uns, sondern es beginnt auch von draußen. Und wer das noch nicht weiß, es wird eine riesen Choreo aufgebaut, gerade im Stadion von unseren Fans, die über das ganze Stadion gehen soll. Und darauf sollten wir uns einfach freuen. Daran merkt man, wie eng im Moment alles dann auch zusammenarbeitet, wie eng wir dann auch den Fußball hier alle gemeinsam leben. Und das ist doch einfach schön. Und da merkt man dann schon, dass es vielleicht die eine oder andere Prozentzahl bei den Jungs dann auch freisetzt. Tim Lempele hat nicht verlängert, um im Sommer ausgeliehen zu werden. Ich glaube, das muss jedem klar sein. Und ich weiß auch nicht, wer diese Information rausgegeben hat, dass wir uns eine Option offen halten, im Sommer eine Veränderung haben zu können. Aber Tim ist für mich ganz klar geplant, im nächsten Jahr noch mehr den Durchbruch zu schaffen. Er hat für mich eine Riesenentwicklung gemacht. Das ist ein junger Spieler, der gerade jetzt im Moment aus meiner Sicht immer besser wird, auch immer klarer wird. Hat natürlich noch Defizite in der einen oder anderen Sache. Und deswegen freuen wir uns auch, dass er bis 25 hier unterschreibt.